Ja, damit erstmal wunderschönen guten Morgen. Das ist ein wunderbarer Sonntag. Ja, ich bin irgendwie noch nicht ganz wach. Ich glaube, man merkt man auch gar nicht. Ich bin vor einer Dreiviertelstunde ungefähr aufgestanden. Und habe mir erstmal meinen Kaffee gönnt. Bin immer noch beim ersten. Das heißt immer noch. Ja, doch, immer noch. Ich muss eigentlich schon der zweite oder dritte sein. Und ich glaube, ich werde mir dann später nochmal einen neuen holen. Der wird nicht lange halten, dieser Kaffee. Und ja, ich dachte heute, spielen wir mal ein bisschen Jurassic World Evolution 2. Und zwar nicht die Kampagne, sondern Chaos-Theorie. Das soll heißen, wir können die originalen Parks nachbauen und schauen, ob wir es besser hinkriegen als wie im Original, wenn man so möchte. Und das ist soweit erstmal der Plan. Und anfangen werden wir auf der Isla Nublar mit dem Original Jurassic Park mit John Hammond und Co. Und schauen, dass wir dort einen schönen kleinen Park hinkriegen. Und das dürfte ein bisschen länger dauern. Also für Zukunfts-YouTube wird ein paar Episoden vermutlich sein für den Jurassic Park allein. Ja, soweit der Plan. Und eventuell später würde ich noch Mass Effect weiterspielen. Mal gucken. Könnte sich aber noch ändern, je nachdem. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ich gehe mal in den Gamescreen. Und mache erstmal die Musik aus. Und dann würde ich sagen, Intro ab. So, Musik ist aus. Gehen wir gerade schon mal aufs nächste. Cool. Also, schauen wir mal um aufs Spiel. Und los geht's. Der Moskito. Millionen von Jahren konserviert. Und darin? Tja, diese Entdeckung sollte die Welt verändern. Eine Weile lang dachten wir, näher würden wir den Sauriern nie kommen. Doch da lagen wir falsch. Aus jahrelanger Forschung zur Vervollständigung der DNA-Sequenz der Saurier resultierte Leben, wie es es seit 65 Millionen Jahren nicht mehr gegeben hatte. Jurassic Park. Wir wissen ja, wozu das führte. Aber was wäre, wenn jemand wie du den damaligen Hochmut gezügelt hätte? Damit Jurassic Park ein Erfolg wird, muss er für alle seine Gäste so sicher wie möglich sein. Das ist das Abenteuer ihres Lebens. Lass es nicht ihr letztes werden. So ein geiles Intro. Ja, damit herzlich willkommen im Original Jurassic Park auf der Isla Nublar. Wundervoll, nicht wahr? Das ist ein echtes Paradies. Aber es fehlt was, was es früher besaß. Bis wir sie zurückbringen. Dieser Ort zeigt den Menschen Spektakuläres. Dinosaurier, nicht länger nur in unserer Vorstellungskraft. Lebendige Saurier. Und wenn die Menschen sie sehen, dieser Moment des Erstaunens, der Magie. Du wirst ein Teil dieses Spektakels sein. Der Jurassic Park wird pünktlich öffnen. Und die Welt wird sein, wie sie einst war. Ein Land der Saurier. Ja, und da sind wir jetzt auch schon auf der... Ups, wollte jetzt gar nicht in die Pause gehen. Ah, gut. Du scheinst dich einzuleben. Ich möchte dir Lily Halford vorstellen, unsere Betriebsleiterin hier im Park. Sie bringt dich auf den neuesten Stand. Danke, Dr. Hammond. John, bitte. Oh, gut. Wie Dr. Hammond... Oh, John, der bereits gesagt hat, wollen wir den Jurassic Park so schnell und so sicher wie möglich in Betrieb nehmen. Wir tun hier Dinge, die als unmöglich galten. Es wird also eine Herausforderung. Das Unmögliche möglich machen. Ja, ja, das gefällt mir gut. Okay. Also. Wir müssen die Anlage für die Saurier vorbereiten. Fang mit einem Besucherzentrum an und einem Wissenschaftszentrum. Und denk daran, dass beides mit dem Wegenetz verbunden sein muss. Oh, und auch mit Energie. Wie ich sehe, ist alles in guten Händen.
weitermachen. Wir geben ihm Bescheid. Fantastisch. Einfach fantastisch. Okay, also, wir sollen das Besucherzentrum bauen und das Wissenschaftszentrum. Ich glaube, ich mache die Musik ein bisschen leiser. Das ist ein bisschen arg laut. Audio. Ich würde sagen, mal auf 80. Generell mal die Effekte ein bisschen runter. Sprache 90. Ja, vielleicht 70. Machen wir es mal so. Wenn es nicht passt, werden wir es mal anpassen. Okay. Gut. Besucherzentrum. Und zwar genau das gleiche, wie man es auch aus dem Film kennt. Ich würde es gerne noch ein bisschen drehen. So. Und das Wissenschaftszentrum. Also wenn wir hier ein bisschen so den Office-Bereich machen, hätte ich gesagt. So. Und dann brauchen wir noch einen entsprechenden Weg. Umschaltbar, kurvig, gell? Ja. Okay, und im Film sind ja hier die Fahrzeuge weggegangen, vor da vorne hier. Das heißt, wir werden hier mit so einem gecurvten Weg nochmal so rumgehen. Und gehen dann hier Richtung Wissenschaftszentrum. Na komm. Okay. Der Jurassic Park hat einen Genetiker. Nice. Spitze. Dr. Henry Wu. Ich denke, du wirst ihn bald kennenlernen, sofern das noch nicht geschehen ist. Ich bin bereit anzufangen. Um die gewünschten Saurier zu bekommen, brauchen wir zuerst eine Brutstätte. Errichte eine, dann können meine Angestellten und ich beginnen. Jetzt machen wir gleich. Ach, kann ich jetzt nichts anderes machen, oder wie? Och, nö. Ne, Moment mal. Warum ist es? Ach so, ich muss erst forschen. Forschung ansehen. Die Brutstätte, die war, glaube ich, hier drin. Ja, genau. Aber wir brauchen noch Forscher. Ah, na, Moment, wir haben sie ja. Oh, der Kaffee wirkt doch nicht. Ah, da könnte man eigentlich gerade schon ein bisschen mehr forschen, wenn es gehen würde. Was haben wir denn hier alles noch? Personal beschäftigt. Da geht schon mal nix. Da auch nicht. Ja, dachte ich, forsche mal ein bisschen was. Ah, doch, hier könnte man ein bisschen was forschen. Wir müssen nur mit dem Geld ein bisschen aufpassen. Weil es am Anfang hier ein bisschen knapp ist. Vor allem, wenn wir jetzt noch keine Einnahmen haben. Okay. Also ich will hier auf alle Fälle noch das Terrain ein bisschen anpassen, damit es irgendwie gleich hoch ist. Also das hier zu dem hier und dann erst runter geht. Damit es gut aussieht und wenn wir dann später die Fahrzeugtouren haben, dann möchte ich auch, dass hier der Eingang ist und die Fahrzeuge hier vorbeifahren. Soll heißen, wir bauen die Gehege dann so in die Richtung aus. Okay. Oh, jetzt kann ich wieder bauen. Jetzt mache ich das erste mit dem Weg. Das nervt mich sonst. Und... Ah, ich kann natürlich nicht anpassen. Also noch nicht. Die Brutstätte. Und zwar die Brutstätte, die man auch aus dem Film kennt. Wenn wir das mal hier anschließen. Erstmal so. Oh, das wird noch episch werden. Die Raptoren. Ja, wir beginnen mit Raptoren. Ich weiß, dass du eventuell Bedenken hast. Ja, aber John und ich sind uns einig, dass sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehören. Du musst ihre Eier mit Hilfe meiner Genomforschung synthetisieren. Und ich möchte natürlich sofort über die Ergebnisse informiert werden.
Warum eigentlich immer mit sowas Gefährlichen anfangen? Aber ja. Zu dem Gebäude-Layout. Also im Film kann ich mir nicht an das erinnern. Ich meine, das soweit schon. Ich meinte, die Reling wäre noch höher gewesen und ganz so hoch. Boah, ich muss mir den Film nochmal angucken. Bisschen lange her. Okay, dann züchten wir mal, was echt gefährlich ist. Saudier synthetisieren. Oh, wir haben da nur 55%. Das würde ich ja sehr gerne nach oben ziehen. Weil wir ansonsten Dinos kriegen, die nicht so cool sind. Also von der Persönlichkeit her. Ja, da haben wir schon intolerant. Ich möchte es gerade nur erforschen. Delfin. Ne, das bringt uns nichts. Einmal so bitte. Und wir müssen noch eine Expedition machen. Also was heißt müssen? Wir sollten eine machen. Damit wir hier in der Richtung von 100% kommen. Okay, na toll, jetzt sind die Wissenschaftler beschäftigt. Na gut, warten wir, bis die Forschung vorbei ist. Dann ist der erste Versuch schon mal ein bisschen besser. Können wir eigentlich mal ein bisschen vorspulen? Eine Minute 10. Ja, aber schöne Insel. Und wie groß. Also wenn jetzt da keine Beschränkung wäre, kann ich ja hier... Oh, ich... Naja, okay, da haben wir eine unsichtbare Wand. Aber stellt euch mal vor, was man da für einen geilen Park bauen könnte. Ich meinte, es gibt auch Mods, wo die Beschränkung aufgehoben wird, zum größten Teil. Oh, das ist so eine coole Anlage. Okay, das war jetzt fertig. Das heißt, wir können unseren Velociraptor ein bisschen modifizieren. Und zwar, holy shit, 75% Chance. Das heißt, wir nehmen das hier erstmal weg, damit wir wieder einen Punkt haben. Dann sind es jetzt nur noch 50%. Oh, das ist aber trotzdem noch heftig. Ja gut. Also dann. Macht's ein paar Dinos hier. So schön. Okay, Vorspul. Also am Anfang können wir halt leider nicht so viel machen. Bis halt der Park geöffnet ist. Und dann haben wir alle Freiheiten. Okay, sie haben es nicht geschafft. Labormeldefähige Synthese, keine Lebens... ja, okay. Unsere erste Synthese war erfolglos. Es gibt also eindeutig Raum für Verbesserung. Aber wir geben nicht auf. Wir werden besser. Ich habe einige Bereiche im Syntheseprozess identifiziert, die weiterer Forschung bedürfen. Finde alles Nötige im Wissenschaftszentrum heraus und melde dich bei mir. Ja, ich würde halt eine Expedition machen. Okay, was haben wir hier? Verbesserte Synthese. Machen wir einmal so. Können wir sonst noch irgendwas Schlaues machen? Das bringt uns erstmal nicht sehr viel, weil wir eh nicht viel machen können. Was haben wir hier? Personalzentrum. Das werden wir auf alle Fälle mal erforschen. Weil sonst können sich die Jungs hier nicht ausruhen. Und jetzt habe ich nur noch einen. Ich glaube, da kann man nichts mit ihm erforschen. Für das hat er zu wenig Umf. Oder vielleicht doch. Oh, das geht sich aus. Cool. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen zum später modifizieren. Okay, kann ich jetzt das... Oh ja, jetzt kann ich endlich mal das Terrain anpassen. Abflachen. Und zwar hier. Nicht so, wie ich das haben wollte. Kletten.
Sieht das jetzt schöner aus? Ja, der sieht wesentlich besser aus als wie vorher. Und hier kommen dann die Fahrzeuge hin. Raptoren? Sind wir schon so weit? Es wurden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich folge der Wissenschaft. Und diese Saurier sind unsere beste Chance auf Erfolg. Wir haben so viel gelernt und werden weiterlernen, während wir voranschreiten. Ja, wenn ihr wüsstet. Ja, natürlich. Und ich verstehe Ihre Bedenken, Miss Halford. Jeder Saurier birgt ein gewisses Maß an Risiko. Und es ist an uns, das so weit wie möglich abzufangen. Halte mir die Anwälte vom Hals und die Saurier sicher und zufrieden in ihren Gehegen. Und meine ewige Dankbarkeit ist dir sicher. Dr. Hammond, haben wir also Ihre Genehmigung fortzufahren? Ja, mit größtem Vergnügen. Also, Versuch Nummer zwei, aber ich weiß nicht. Es hat ja am Anfang geheißen, wir müssen es ja besser machen. Und klar orientiert sich das ja ein bisschen am Film, aber ich hätte jetzt nicht vielleicht gerade mit Velociraptoren angefangen. Ja, vielleicht was Harmloseres. Ach ja. Oh, das geht sogar recht schnell. 90 Millionen haben wir noch. Das wird nicht mehr lange so bleiben. Die werden jetzt, ich wette drauf, eine echt schlechte Persönlichkeit haben. So. Eier auswählen. Oh je. Plus 30% Chance, Ranger anzugreifen. Das ist bei allen so. Er ist auch noch aggressiv. Er ist aber fit. Mag keine andere Spezies und bedroht alle. Der ist halt nur intolerant. Der wird halt unsere Leute angreifen. Er ist nachtaktiv, aber fit. Finde ich auch noch interessant. Wollen wir gerade 4 nehmen? Den 5. mag ich nicht. Weil es super aggressiv, finde ich ein bisschen mäh. 1,8 Millionen. Ja gut, machen wir mal. Wir brauchen 5 Punkte hier. Da können wir währenddessen das Gehege schon mal vorbereiten. Nur Fleisch? Ich dachte, die bräuchten was Lebendes. Ja gut, bauen wir es einfach mal. Moment. Irgendwo so mittig. Wasser braucht man auch noch. Das würde ich mal hier so in die Ecke machen. Und bei denen weiß ich schon, die haben es gern voll mit dem Wald. Das werden wir hier so um den See machen. Und hier offen lassen. Das heißt hier den Wald weg. Dafür werden wir aber so ein bisschen Kletterpflanzen und so Gedöns hier reinmachen. Damit es hier gut aussieht. Und das hätte ich auch gern so ums Wasser so ein bisschen. Ah, jetzt haben wir sie im Wasser drin. Das sieht wieder doof aus. Mal kurz gucken. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und dann könnte sich da richtig schön verstecken, da hinten drin. Aber hier sieht man sie, wenn es denn mal rauskommen. Ist aber so ein Baumstümpfe und so. Okay. Lass uns mal raus, die guten Jungs. Freilassen. Schöne Kerle. Zu sich herum wollen wir ein entsprechendes Unterstützungsteam vor Ort haben. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich bin lieber vorsichtig. Wir beginnen mit einem Ranger-Posten. Baue einen im Velociraptoren-Gehege. Errichte dann eine Unterstützungsanlage und weise von dort aus dem Posten eine Ranger-Patrouille zu. Jo, mach mal. Ranger-Posten, den werden wir
beides gehen hier so zentral hinbauen. Und jetzt die Frage, machen wir das ganze Verwaltungszeugs? Ich hätte schon gesagt, hier hinten, dass man hier so... Wobei der Ranger-Posten, der sollte vielleicht nicht so weit weg sein von den Gehegen. Ich würde sagen, wir werden den hier hinbauen. In der weisen Voraussicht, dass wir dann hier auch noch Gehege haben. Unterstützungsanlage. So. Haben wir denn schon... Ach, da ist das Tor da oben. Okay. Einen guten Anschluss hier hin. Ja, weit es geht. Gut. Also, ich kann er nicht zuweisen. Fehlender Freiraum. Ist doch mega groß hier. Shit, wir brauchen das mit der Beute. Ich hab's mir schon fast gedacht. Nebenbeute. Das sind vier. Ich glaube, ich mache da gerade mal zwei rein. Und das entfernen Abrissmodus. Das werden wir gerade entfernen hier. So, da Ranger Team. In der Originallackierung. Die Tiere müssen sich in ihren Gehegen wohlfühlen. Je weniger sie sich an ihrer Gefangenschaft stören, umso eher werden sie sich erwartungsgemäß verhalten. Das ist besser für sie und natürlich auch für uns. Definiere erwartungsgemäß. Das Wohlbefinden der Raptoren und bedenke, dass sie sich erst an ihr neues Gehege gewöhnen müssen. Ja, wo sind sie denn? Hallo? Hallo? Oh, ist jetzt wie ein Film, dass man sie wieder nicht sieht. Ah, da ist einer. Oh, und ich glaube, der hat schon mal gute Laune. Der Park bietet nicht viel Unterhaltung oder gar pädagogischen Wert, wenn die Gäste die Saurier nicht sehen können. Und was ist denn der Sinn, wenn man diese majestätischen Tiere nicht aus der Nähe sehen kann? Wir können Beobachtungsgalerien errichten. Dann können die Gäste genau das tun, John. Sie werden beeindruckt sein. Und genau das wollen wir ja. Genau meine Meinung, Lily. Sie werden immer und immer wieder zum Jurassic Park zurückkehren wollen. Wir bieten ja, unbezahlbare Erinnerungen zu einem angemessenen Preis. Ah ja, nun verstehen Sie mich. Wer denn der hin? Oh oh, da gibt's Stress. Und, bist du beschädigt worden? Oh ja, tatsächlich ein bisschen. Oh Mann. Okay, hier sollten wir mal auffüllen. Und zwar komplett. Und, wir müssen da noch Strom aufrufen, damit wir nicht ständig diese Generatoren da befüllen müssen. Was soll man jetzt machen? Folgende Saurier einen Beobachtungsgalerie. Okay, ja, kriegt's ihr. Das glaube ich. Wo war denn das drin? Ach, hier war das. Hier. Und einen Weganschluss bitte. Dankeschön. Oh, das Fahrzeug wird, glaube ich, gleich zerstört. Wollt ihr nicht vielleicht mal wegfahren hier? Eben genau deswegen hätte ich den halt noch ein bisschen mehr erforscht. Weil wir jetzt total assige Velociraptoren hier drin haben. Die uns halt unsere Fahrzeuge angreifen. Beobachten sind. Warum ist das jetzt nicht komplett voll? Ansicht anzeigen? Also ich hätte gesagt, da sieht man jetzt genügend. Sofern sie mal rauskommen, dann siehst du es halt. Boah, dieser Helikopter. Helikopter, du nervst.
Ich will da eigentlich nicht noch ein zweites bauen. Wobei andererseits, wir könnten hier noch eins bauen. Wir brauchen eine paläomedizinische Anlage, damit kranke oder verletzte Saurier versorgt werden können. Das ist eine gute Idee. Unsere Saurier müssen gesund bleiben. Zuerst baue ich erstmal was anderes, und zwar das Personalzentrum. Wie schauen wir denn? So. Und was haben wir noch? Ah ja, die Doktoren, die werden wir auch mal da unten platzieren. Will ich die so platzieren? Ja, ich glaube schon. Und dann bauen wir hier noch einen Generator. Kann ich... Also naja, ich muss forschen für das. Ich dachte schon, ich könnte es vielleicht doch schon bauen. Der nächste Generator. Okay, das mit dem Weg machen wir jetzt hier mal anders. Wir werden das jetzt so machen. Und den... So, dann sieht es hier ein bisschen schöner aus. Ich benötige mehr genetische Proben, als wir hier im Park zur Verfügung haben. Wir können selbst Expeditionen aussenden, um Fossilien zu sammeln. Aber vor allem musst du ein Expeditionszentrum errichten. Dann können wir DNA aus den im Feld gesammelten neuen Fossilien extrahieren und einen noch vielfältigeren Satz an Saurier-Genomsequenzen zusammenstellen. Das sollte Priorität haben. Ja, das sage ich schon die ganze Zeit. Aber Gott sei Dank kommt es jetzt endlich mal so weit. Bauen wir den mal hier hin. Okay, also hier der Verwaltungsbereich. Und hier dann... Vielleicht macht man das hier dann zu einer Art Hauptallee, die dann hier so durchgeht. Ja, so ungefähr. Eventuell könnte man auch da noch weiterfahren, aber das da oben bleibt Verwaltung. So, da. Verbessere das Genom vom Triceratops. Gerne. Mal gucken, Triceratops. Aktuell... Hä? Warum haben wir da unterschiedliche Prozentwerte? Ach so, Struthiomius, ja. Triceratops. Einmal du bitte. Währenddessen Forschung, Strom hätte ich sehr gerne. 200.000. Auch bitte starten. Damit wir hier mal das Kraftwerk haben. Dann können wir uns schon mal überlegen, wo wir das nächste Gehege hinbauen. Also die Grenze ist hier oben. Ja, ich glaube, wir machen hier so ein richtig schönes Gehege. Okay. Von der Landschaft her... Ich probiere es jetzt einfach mal. Mit genügend Abstand. Und schön großzügig. Da könnte man ja dann ein paar mehr Pflanzenfresser reintun. So, ich denke, so ist es groß genug erstmal. Noch sauber treffen. Okay, wunderbar. Oh, schaut doch nicht so schlecht aus, oder? Ja, schön, sie hier drin, den machen wir vielleicht ein bisschen kleiner. Und dann mit der Fahrzeugtour, die könnte dann hier hinten so rumfahren. Und dann hier runter.
Müssen wir hier noch ein bisschen mit dem Wasser rumspielen. So. Verbesserte Stromtechnologie. Bitte, danke. Ich würde sagen, das erste Kraftwerk werden wir hier hinten irgendwo hinbauen. Komm, ein paar Sekunden noch. Oh, cool. So, mal ganz kurz pausieren. Kleines Kraftwerk. Ich möchte dich ein bisschen... Hätte ich gern hier hinten so. Müssen wir hier mit den Strommasten rauslaufen? Brauchen wir hier so ein Umspannwerk. Das erste werden wir gerade hier hinten so platzieren. Okay, und hier unten bräuchten wir auch noch Strom, wobei wir könnten erstmal hier rüberfahren. Ich kann mal hier den... Sieht natürlich optisch nicht so geil aus. Umspannwerk hier. Was? Versperrt durch... Ach komm. Was? Hier ging's gerade? Okay, dann haben wir das hier auch versorgt und dann mit der Stromleitung, warte mal. Ich glaube, ich hätte... Jetzt komm, lass mich... Oh. Dann hätten wir hier die zwei Sachen abgedeckt. Kann ich hier... Na komm. Oh, ich kann mit dich verbinden. Okay, cool. Dann wäre der Generator entlastet. Hier hinten bräuchte man noch eine Verbindung. Ich würde sagen, wir machen auch noch ein Kraftwerk irgendwo ganz unten. Hat den Vorteil, dass wenn wir hier mal einen Sturm kriegen und das Kraftwerk wird zerstört, dann hätte man noch Strom von der anderen Seite. Soweit der Gedanke.